Im städtischen Kunstmuseum Taipeis gibt es zwei wichtige Gemälde, die in Frankreich vom taiwanischen Maler Yen Shui-Long gemalt worden sind. Eines davon heißt Parc Montsouris und stammt aus dem Jahr 1931. Es wurde für die Pariser Ausstellung Salon des Herbstes ausgewählt. Der Erfolg dieses bemerkenswerten Gemäldes erreichte über einen Pressebericht auch Taiwan. Es war für viele junge Künstler dieser Zeit eine große Inspiration. Das Bild zeigt den Parc Montsouris im Süden von Paris. Es ähnelt den impressionistischen Bildern des japanischen Malers Fujishima Takechi. Das Besondere an der Maltechnik sind die großen Farbflächen. Auch der niederländische Maler Kees van Dongen beeinflusste Herr Yen zu dieser Zeit. Im Bild sieht man einige schlanke, modern wirkende Frauen. Es ist ein ruhiges, städtisches, elegantes Werk und zeigt das Leben im damaligen Frankreich. 1932 malte Herr Yen den Luxemburggarten, einen Schlosspark ebenfalls in Paris. Es ist ein perspektivisch sehr interessantes Bild. Man sieht darin ebenfalls ein städtisches Publikum gehen und sitzen. Man sieht auch hübsche Stühle im französischen Stil. Unvergesslich in diesem Park ist die üppige Vegetation. Zunächst sieht es sehr einheitlich grün aus, aber man kann auch die unterschiedlichen Abstufungen der Vegetation erkennen. Vom Künstler fordert das ein behutsames Aufeinanderschichten der einzelnen Ebenen. Beides sind sehr frühe Werke des Malers Yen Shui-Long und beide verwenden die Technik der Vereinfachung und Formalisierung. Es ist ein Geheimnis des Malens, das Herrn Yen sein Lehrer Fujishima Takechi verraten hat. Auch die Wolken erinnern an den Malstil seines japanischen Lehrers. Die beiden Werke sind durchaus vergleichbar. Kommen wir nun zu den Bildern von Yen Shui-Long im Archiv des Städtischen Kunstmuseums, die der Künstler gegen Ende seines Lebens gemalt hat und taiwanische Ureinwohner zeigt. Eines davon war auch das Motiv einer taiwanischen Briefmarke und heißt Mädchen der Rukai. Es zeigt ein Mädchen des Rukai-Stammes in ihrer prachtvollen, traditionellen Stammeskleidung. Inmitten eines Bergwaldes in Südtaiwan ist neben dem Mädchen eine Konstruktion aus Holz zu sehen. Yen Shui-Long hat mit Liebe zum Detail auch lokale Blumen, Gräser und Früchte darin gemalt. In ihren Händen hält das Mädchen Hirse. Es ist schon fast eine anthropologische Beschreibung der Ureinwohnerkultur der Rukai. Es geht hier auch um die Weitergabe der traditionellen Kultur, der sich der Maler verschrieben hat. Herr Yen hatte viele Bekannte, die sich mit der Ureinwohnerkultur Taiwans beschäftigt hatten. Sie forschten dazu sehr genau, ganz anders als die Mehrzahl der damaligen Akademiker, die sich damit überhaupt nicht befassten. Herr Yen hat sich große Mühe gegeben, diesen Aspekt Taiwans ebenfalls nicht auszusparen. Er unternahm auch Anstrengungen, um sich mit den Tao-Ureinwohnern zu befassen, die auf der Orchideeninsel beheimatet sind. Auf einem seiner Bilder sieht man das Meer und das intensive Sonnenlicht im Hintergrund des Bildes. Für Herrn Yen war das Sonnenlicht sehr wichtig und er sah sich als von der Sonne gesegnet an. Er hat sein Leben lang von der Gemeinschaft profitiert und wollte dieser Gemeinschaft etwas zurückgeben. Genauso wie die Kraft der Natur, wie zum Beispiel das Sonnenlicht, das Herrn Yen als Menschen und Taiwan als Insel viel selbstlos geschenkt hat. Deshalb hat Yen Shui-Long in diesem Bild der Orchideeninsel so viel Kraft in das Malen der untergehenden Sonne gesteckt. Die Reflexionen der untergehenden Sonne auf dem Meer ergeben eine bewegende Szene. Es ist eine sehr reine Darstellungsform, die nur weniger Worte bedarf. Das Bild zeigt auch die majestätische Landschaft, die Schönheit der Berge und des Meeres. Und es betont die Verbindungen zwischen der Natur und dem Menschen. Diese Gefühle werden in diesem Bild sehr gut ausgedrückt. Das Wahrzeichen der Orchideeninsel sind die farbenfrohen Boote der Bewohner. Hier hat Herr Yen auch aus der Sicht eines Anthropologen gemalt und die dreidimensional ansprechenden Boote der Tao-Ureinwohner realistisch dargestellt.
Die Rundungen der gebogenen Boote kommen hier sehr realistisch herüber. Sie kontrastieren auch hervorragend mit dem ebenen Himmel und dem glatten Meer. Es ist ein schöner Kontrast. Auch der Boden ist ähnlich wie an der Südspitze Taiwans in Erlewine Bay. Am unteren Bildrand sehen Sie die Kakteen, die Herr Yen sehr gerne gemalt hat. Sie erinnern uns, dass auch auf weniger guten Böden die Natur gedeihen kann. Daher sollte man immer weitermachen und auf seine Vorstellungen hinarbeiten. Auch diese Idee ist in diesem Bild enthalten. Herr Yen gefiel dieses Motiv so gut, dass er es im Jahr 1984 auch auf einen großen Wasserkrug malte. Da das Gefäß sehr groß ist und hervorragend bemalt wurde, hat sich der Künstler mit seiner Unterschrift gleich zweimal darauf verewigt. Es ist sehr schade, dass dieses Kunstwerk bei einem großen Erdbeben im September 1999 zu Bruch ging. Der Besitzer hatte es daraufhin dem Taipeh Kunstmuseum übergeben. Und das Museum hat monatelang nach Experten gesucht, um es wieder zu reparieren. So können wir Yen Shuilongs Malerei und handwerkliche Fähigkeiten vergleichen. Dafür ist dieses Werk ein gutes Beispiel.